Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Tiny Tinas Wonderland. Ja, für Dorte Ödnis, wir sind oben auf dem Berg, andere Seite des Ozeans. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur sehen, was hier oben überhaupt abgeht, wa? Ich bin ein sprechendes Skelett. Gruselig. Du hast solche. Steuerung erstmal wieder gucken. Du da? Ja. Ich würde aber sagen, wir gehen einfach mal straight. Da können wir eine Münze reinwerfen. Schon bald wirst du zu uns gehören. Okay, der hat mich jetzt mehr überrascht, als was es sollte. Der Boden bricht auf! Halte mir einen Platz auf der anderen Seite frei. Ja, wir haben einen neuen Zauber bekommen. Ich wollte gerade sagen, deswegen haben wir ja gar keinen. Die Zeit ist bald gekommen. Meine Zauberslots kribbeln. Den Preis zahle ich gern. Der fliegt weg. Nein, wir müssen meiner Meinung nach nicht leveln, deswegen. Außerdem passen sie sich sowieso den Level an, die Gegner. Magisches Magazin! Immer ins Gesicht. Als. Schon bald wirst du zu uns gehören. Wow, ist zu klopfen. Kampf bestanden, sehr gut. Aber war ja auch nur per Zufall eigentlich reingepurzelt. Das wollten wir ja eigentlich ja nicht. Das wollten wir ja auch gar nicht. Diese Zufallsbegegnungskämpfe brauchen wir nicht. Osulgol Nekropol. Osugul Nekropolis. Hi. Schon bald wird sämtliche Seelenenergie mir gehören. Dir ist klar, was das ist, oder? Die Seelenenergie ist selbst ein Wunder. Jeder Berg, jeder Ozean, jeder stinkende kleine Kobold. Alles wird von der Vorstellungskraft einer tyrannischen Teenagerin zusammengehalten. Und wenn sie ganze Welten erschaffen kann, dann kann sie sie auch vernichten. Ich werde dieses Irrenhaus von Gefängnis, diese Wonderlands übernehmen und ich werde uns alle aus ihrer Kontrolle befreien. Der Hastard sagte, dass die Schreckenspyramide von einer Stadt der Toten umgeben sei. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Arkane Geheimnisse für den richtigen Preis. Was haben wir hier so? Zauberschuss. Ich kenne jemanden, der eine neue Rüstung braucht. Gefährten, eigentlich ist das, was da ist, viel besser, ne? Kaufe ich es doch gleich mal. Du bist ein echt zäher Knochen, nicht wahr? Schaden geboren in der feurigen Tiefe. Feuerrate, Waffenschutz, kritische Treffer. Aber eigentlich mag ich tatsächlich unsere Waffe sehr gerne. So, Inventar. Was ist denn hier? Wir haben ja noch ein Schild. Kapazität ist weniger.
Solange der Action-Skill aktiv ist, wird der Elementarschaden um 24% erhöht. Erleidest du bei vollen Schutzschaden, wird ein Feind in der Nähe von einem Blitz getroffen. Schutzregeneration bei vollem Schutz erzielt Schüsse 25% Schutz für 40% plus. Bei vollem Schutz entziehen Schüsse 25% Schutz für mehr Waffenschaden. Nee, tut mir leid, möchte ich irgendwie nicht. Mann, falsche Taste. So. Das will ich aber. Mehr Schusswaffenschaden. Und so. Es war ein legendärer Schutz, aber brauche ich nicht. Da ist die Schreckenspyramide. Wir kommen näher. Schreckenspyramide, wir kommen. Der Schicksalsbringer strebt nach der nötigen Macht, um zu triumphieren. Sie ist ganz nah. Sie muss nur von einer Heldenhand ergriffen werden. Und dieser Held bin... Da kommt ein Zombie. Bin ich. Ist eigentlich ein Grund dafür, dass ich meinen Schutz nicht regeneriert? Gleich wird es... hässlich. Du hast doch nicht etwa gedacht, dass ich keine Munition mehr hätte, oder? Oh, ein Barrierezauber des Dragon Lords versperrt euch den Weg. Der Hastard hat uns gezeigt, was zu tun ist. Wir müssen eine Vertreibungsrune in der Nähe finden. Mir macht das ein bisschen Sorge, dass wir... Magie wurde soeben. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Schutz. Jetzt ist Schutz wieder weg. Wir werden hier immer noch angegriffen, ganz hart, aber ich weiß auch nicht von wo. In jedem Vergeh! Wer beschießt mich denn die ganze Zeit mit Magie hier eigentlich, mit Elektrosität? Sonst sterben wir alle. Wieso nicht ein wenig vordrängeln? Mach bitte keine Tasse aus meinem Schädel. Oh doch. Du bist der, der das die ganze Zeit macht. Dunkle Mittel zum schrecklichen Zweck. So. Du warst die ganze Zeit das Arschloch. Ah, der Zauber wurde gebrochen und der Weg ist frei. Cool, aber mein Schutz baut sich trotzdem nicht auf. Die Stadt Ossogol ist ein Kadaver, so wie die Untoten, die ihre Mauern patrouillieren. Die Steine sind ihre Knochen, der Sand bildet ihre Hände, aber herausstechend ist ihr großer... Schon kapiert. Na los, wir sind nah dran. Sprengen wir uns einfach den Weg frei. Bist du sicher? Ich habe noch eine ganze Liste. Ich könnte weitermachen. Also, ich war durchaus gespannt, aber Fred hat wohl recht. Wir sollten das Ding sprengen. Nein, ich will weiterhören, was da noch drin ist. Ich soll nicht immer alles in die Luft sprengen. Die Luft sprengen ist mega uncool. Geht durch den Toren und seht einen Seelenquell voller nekromantischer Magie. Der Dragon Lord speist damit den Barrierezauber über der gesamten Stadt. Kein Problem. Unser Vertreibungszauber regelt das schon. Damit vertreiben wir das Böse aus dem Quell. Sagen wir jetzt. Komm zu mir. Mich ärgert das, dass wir keinen Schutz haben. Ich muss nur ganz kurz gucken. Kann ich... warum habe ich keinen Schutz? Resette das einfach mal. Jetzt die Gewässer der Unterwelt.
So ganz verstehe ich das leider nicht mehr mit dem Schutz. Gut, gut. Dein Ende kommt mir gerade recht. Du bist bereits tot. Du weißt es nur noch nicht. Oh. Tritt in dein Grab. Es baut sich manchmal, haben wir 100 Schutz und dann wieder weg. Zur Belohnung. Was für Leckerchen magst du überhaupt? Hm? Blut? Jeder mag Blut. Alle sind gleich sauer, wenn ich ihnen etwas davon abnehmen will. Ich würde sterben. Die Magie, die wir nutzen, ist ganz schön stark. Mal ganz kurz den anderen Schutz an. Mich ärgert das gerade ein bisschen. Ich bin verwirrt, was das mit dem Schutz unten. Diese Hände sind bereit für magisches Feuerwerk. Der Quell wurde gereinigt und der Barrierezauber rund um die Stadtmauer löst sich auf. Ein Wunder! Der Zauber wurde gebrochen. Sag mal, fasst du das? Nur wenn du an Kausalität glaubst. Aber der Einfachheit halber, ja. Der Diamantkönigin sei Dank, dass du hier bist. Komm, zu meinem Unterschlupf geht es hier rauf. Oh. Gehen wir mal davon aus, da rein. Guck mal, wir haben 200 Schutz. Hier. Seit Tagen hier festgehalten und du hast ihn ganz allein gebrochen. Deine Kräfte müssen jenseits sterblicher Kenntnis sein. Ich verfüge tatsächlich über Kräfte jenseits sterblicher Kenntnis und ich werde gegen den Dragon Lord kämpfen. Dann führt dein Weg durch die Heldenhalle. Ich kenne sie gut, auch wenn ich zu schwach war, um sie zu erreichen. Komm, ich zeige dir den Weg. Als ich vom Tod der Königin erfuhr, kam ich hierher. Ich wollte sie mit Hilfe der latenten Seelenenergie dieser Stadt zurückholen. Vielleicht kannst du schaffen, woran ich gescheitert bin. Wäre schön. Illusionsmagie. Der einzige Grund, warum mich die Skelettpatrouillen nicht bekriegt haben. Du musst zur Heldenhalle hinter der inneren Mauer. Der Dragon Lord versperrt den Weg dorthin mit Hilfe der Quelle der Sünde. Du musst die Quelle reinigen, um die Zauber zu brechen. Du musst die Quelle der Sünde reinigen, um die Barrierezauber zu brechen, die dir den Weg versperren. Erstmal muss ich kaufen. Habt ihr gehört, was der alte Kerl gesagt hat? Wir können Aschgaul zurückholen. Ich weiß nicht. Ihr Tod schien endgültig. Schon. Aber denkt mal an, das Schicksal entzweit uns nicht, es eint uns. Und wie soll das ihren Kopf wieder mit ihrem Körper einen? Das weiß ich auch noch nicht. Was, wer sagt denn, dass sie den Kopf braucht? Bis bald, schätze ich. Endlich ein verdammter Kunde. Die Mönche haben das mit heiligen Ölen eingerieben. Cool. Irgendwie pervers. Das wird so nützlich sein. Nein, das geht nicht. Nicht vor der Schicksalsstunde, wenn die Mission erledigt ist. So, erreiche die Heldenheile, reinige die Gier und diesen Knights. Das wird wohl da drüben sein. Na, dann gucken wir mal. Gut, dass ich dahinter war. Gut, dass genau dahinter so ein Ding war. Für
deine Größe bist du erstaunlich tödlich. Ich lasse mich nicht einengen. Der Magietank ist wieder voll. Schwach. Nicht einmal die Ernte für Seelennektar wert. In die Unterwelt mit dir. Ich fang gerade erst an. Ich bin ein sprechendes Klett. Gruselig. Du hast solche Angst. Bleib weg von mir, Fleischsack. Du bist so... Wie geht's? Geißende Seelengeister stürzen sich aus dem Quell der Gier auf euch. Wir haben es auf euer Gold abgesehen. Wir haben es auf euer Gold abgesehen. Warum? Du kleines Augending. Eklig, Mann. Ist das Auge tot? So gut wie. Den Preis zahle ich gern. So. Stimme im Chor der Gewalt. Ja, wir haben noch Schutz, weil wir kriegen keinen Schaden. Also wir müssen Schutz haben. Das wird halt nur nicht angezeigt. Ene mene toll, die Waffe ist jetzt voll. Sehr schön. Wurden aus dem Reich der Sterblichen verbannt und der Quell der Gier ist gereinigt. Das ganze Fleisch macht dich nur zu einem saftigeren Ziel. Irgendwo da. Das war ein Sprung. Schöner Sprung. Willkommen in der Knochenzone. Du bist mal laufen, mein kleiner Ergriff. Habt kein Mitleid mit denen, die bereits verloren waren. Tschüss. So, nächste Quelle. Ja, töte, töte für deinen Meister. Wir machen das gleich alles auf einmal, ne, weil wir sowieso relativ gut durchkommen. Oh, haben die grüne Augen. Auf ihn zu brennen, bitte. So, ist immer noch am besten zum Aufräumen der Seelen. Aua. Okay, wer giftet hier eigentlich so rum? Drauf schießen. Töten die denn hier alle so? Sind die alle hilfsbedürftig? So endet deine winzige Rolle in diesem großen Stück. Aufgeräumt. Noch ein Feld übrig. Der Quell ist tot.
verschuppen für etwas Größeres. So, Quell des Zorns. Da vorne. Nicht mehr weit. Der Quell des Zorns vibriert voller Seelenenergie. Wumm, wumm, wumm. Und blockiert euren Weg zur Heldenhalle. So langsam bin ich es leid, die Rohre dieses toten Volks zu reinigen. Was sind wir? Klempner? Heldenhafte Klempner? Dafür wird sich nie jemand interessieren. Rasende Seelengeister donnern aus dem Quell des Zorns und wollen euch in Stücke reißen. Warum sind die eigentlich so zornig? Mehr Steine, um die Klinge zu schleifen. Sieh genau her. Ich hab nachgeladen. Sehr gut. Aim ist einfach on top. Ist einfach das Einfachste, einfach diese Technik machen, ne? Wo kommen die denn? Von da oben. Genug von diesen Zaubern. Ich will endlich zum Boss. Was? Nicht so hektisch. Der Spaß fängt gerade erst an. Aber ich will zum Boss.